So, da sind wir bei New World. Ja, für alle im Stream einen wunderschönen Sonntag. Für alle auf YouTube einen wunderschönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, wie auch immer, wann auch immer ihr das Video guckt. Was machen wir hier? Wir sind in New World. New World ist ein MMO von Amazon. Und ja, wir haben auf diesem kam vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, kam es raus. Da hatten wir schon mal einen Charakter erstellt. Der ist jetzt auf 52. War damals sehr hyped, das Spiel. Ging ziemlich stark hoch. Da waren die Server extrem überlastet. Kam man immer ja nicht ruf. Und jetzt, dann hat es relativ schnell wieder nachgelassen. Irgendwie nach kürzester Zeit. Und ja, jetzt gucken wir auch hier nach einem gefühlten halben Dreivierteljahr. Gucke ich mal wieder rein. Und gucken wir mal, was uns sich hier geändert hat, was neu ist. Und fangen hier einfach mal von vorne an. Ich hatte damals, ich wollte unbedingt diese Rüstung haben, habe das auch gespielt, als das noch in der Beta war. Hatte ich sie gespielt. Und genau, hatte mir dann das Spiel schon vorab gekauft, dadurch den Beta-Zugang gekriegt. Und hatte mir so in der Beta schon rumgeguckt, was habt ihr für Rüstung und alles. Und wollte da schon unbedingt diese Rüstung und die zugehörigen Waffen dazu haben. Hatte dann bis dahin gespielt und hatte dann irgendwie aufgehört. Zwischenzeit die Lust dran verloren. Aber jetzt fangen wir erstmal von vorne an. Alles auf neu. Mit der schicken Friese, schicken Schnauzer. Und starten hier ins neue Spiel. Wir werden irgendwann später, wenn wir auch nochmal Videos machen, denn wenn ich mit meinem Hauptcharakter auf Level 60 bin. Oder vielleicht auch vorher. Ein paar Endgame-Videos vielleicht machen. Aber jetzt starten wir erstmal von vorne und auf geht's nach Eternum. Eternum heißt die Insel, auf der das spielt. Ist so, naja, spielt an sich in einer fiktiven Vergangenheit. Und ja, wir haben halt, ja, wir wollen halt los. Gibt es eine Insel, die ewiges Leben verspricht. Und das ist der Anreiz, auf diese Insel zu kommen. Hatten dann unterwegs Schiff, sind schiffbrüchig geworden, wie hier, und das ist jetzt hier der Einstieg. Gibt noch ein Video vorab. Und ja. Jetzt lernen wir hier erstmal die Grundmechaniken. Zack, ausweichen. Und einen schweren Angriff hinterher. Guten Morgen, Berliner Göre. Guten Morgen, Phil Toxic. Ein wunderschön. So, warte mal hier. Komm näher. Dein Kapitän braucht dich. Hier stimmt etwas nicht. Ich fühle mich nicht gut. Das sieht doch nicht gut aus. Teufelssturm. Bei allen Kreisen der Hölle, was ist das? Und wo ist meine Kiste? Ich brauche meine Kiste. Habt ihr Hier nicht? stimmt etwas nicht. So nah dran. Das ist ungerecht. Doch, du musst so sterben. So, okay, da ist er tot. Ja, also. Der hat es nicht überstanden. So, da haben wir ein Schild. Gehen wir aufs Inventar, rüsten mal das Schild aus. Sehr schön. Essen nehmen wir auch mit. Super. So, Schild. Iss und trink etwas. Ja, zack. Genau, so. Beim Essen regenerierst du ein bisschen Gesundheit und dann hast du hier 20 Sekunden lang, hast du hier unten, 20 Minuten lang jetzt die Anzeige, dass du satt bist und in der Zeit regenerierst du dich halt auch. Schild. Also hast du im Laufe der Zeit hier mal verschiedene Werte auf deinen Waffen. Und Schildwerte zählen immer nur in Verbindung mit Schwert. Du kannst jetzt hier nicht Schild und irgendwas anderes noch machen. Und jetzt heißen zu blocken. Aber jetzt sehen wir hier, dadurch, dass wir gesättigt sind, regeneriert sich unsere Gesundheit hier unten. Genau. Jetzt Agent of Shield, genau. Der bin ich. So, das Schöne an New World ist, wenn wir aufsteigen, du trainierst halt immer das, was du auch benutzt.
So, das heißt, wenn wir mit dem Schwert kämpfen, verbessern sich unsere Schwertwerte. Kämpfen wir mit der Axt, verbessern sich unsere Axtwerte. Blocken wäre cool gewesen, okay. Und genau. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo du einfach Skillpunkte kriegst und dann skillen kannst, was du willst. Nee, skillst das, was du benutzt. Okay, hey. Wenn er Deckung hat, da unten, die gelbe Anzeige, ist sein Rüstwert oder sein Schildwert. So, okay. Jetzt haben wir Schwert und Schild, haben wir die nächste Stufe. Und dann können wir uns hier was auswählen. Haben dann hier so einen Baum, den wir hochskillen können. Und kriegen dann hier für drei zusätzliche Angriffe immer je Waffe. Guten Morgen, Sebe. Genau. Moin, Josche. Schön euch zu sehen. Der große Bobby. Also der gute Bobby, jetzt bei mir in extra groß. Also quasi die Levelmechanik von Skyrim. Ja, war das da auch so? Oh, Skyrim ewig her, wo ich das gespielt habe, aber kann sein, ja. So, schön, dass er reinguckt. Ach, automatisch rein, siehst du, Teig kannst du essen. Was hier? Nee, wo? Da. Sehr schön, dann kann ich auch die Hände wegnehmen. Oh. Jetzt gegen die Wand laufen. So, und da ist die wunderschöne Insel Eternum, auf der alles spielt. New World hast du auch auf der Platte, sehr schön. Hast du sie gespielt, ja, Joscha? Wie weit bist du gekommen? Oder bis zu welchem Level hast du sie gespielt? Hat mir jetzt die Woche mal wieder installiert, weil ich ein bisschen was gelesen hatte so. Und ja, hat er mich interessiert, deswegen habe ich mir gedacht, ich kann mal wieder New World spielen. Kostenpunkt New World, ich glaube derzeit 40 Euro bei Steam. Gibt es auch bei MMOGA oder so nicht günstiger, kostet glaube ich überall 40 Euro. Der Tag, Spezialmechanik. Ausweichen. Ja. Ja, das war ja easy. Aber war nicht weit weg, hat mich nicht richtig angezeigt. Ja, 40 Euro. 40 Euro, sag mal, für einen Vollpreistitel ist ja nun in Ordnung. Und andere MMOs, sag mal, sind ja dann, wenn sie kostenlos sind, hast du entweder ein Abo oder irgendwelche Erweiterungen, die du bezahlen musst. Und ja, deswegen finde ich 40 Euro ist euer angenehmer Preis. Wir sagen nicht, in welcher Welt du lebst, Phil. 40 Euro für ein Spiel ist doch eigentlich in Ordnung, oder nicht? Also, frag mal die Leute, die sich gerade ein PS5 hier geholt haben, was da ein Spiel kostet. Dann legst du für ein Spiel 80 Euro hin. Warst bei dem Sturm auf einem Schiff, oder? Du hast großes Glück, noch am Leben zu sein. Aber so ist die Magie hier nun einmal. Nee, das war am Anfang und das waren ja nur, glaube ich, ein paar einzelne 3090, oder? Die da irgendwie röstet wohnen. Aber man kann sie eigentlich nicht verlassen. Ich bin Wächter Tahir Fayette aus der nahegelegenen Siedlung Windkreis. Ich bin Berlin Schön, Bobby. dich kennenzulernen. Hast du den Prime Loot für New World geholt? Ja, Joscha, hab ich. Unsere Ankunft fast ein. Den gibt's auch immer. Wer Prime-Mitglied ist, kann sich auch immer zusätzlichen Loot abholen. Gibt es übrigens auch für World of Tanks und World of Warships, für uns viele Spieler. Also wer Prime-Mitglied ist, guckt ruhig mal rein. Die haben immer ein paar Sachen. Wer So. ein Schiff versenkt, entstammt der unnatürlichen Kraft der Verderbnis. Sie Dem umgibt die Insel, zerstört Schiffe und tötet die Besatzung. Oder schlimmeres. Ach, tja, weißt du bist wohl gestorben und unversehrt wieder auferstanden. Der Rest deiner Mannschaft kehrte ohne Seele zurück. Sie wandern jetzt als rastlose Ertrunkene am Strand umher. So, der Phil sagt, ich kaufe meine Spiele nur im Sale, maximal 15 Euro, außer es ist AAA, dann auch 20. Okay. Wenn ich finde, wenn es ein Looted-Spiel gibt, dann kann man das auch voll supporten. Leute kaufen sich jetzt noch eine PS5, man kann die ja schon seit 2 Jahren kaufen. Ja, aber jetzt, die
Die haben ja gerade erst die Preise, glaube ich, erhöht von 500 auf 550 Listenpreis, aber ich glaube, die kriegst du derzeit nirgendwo unter 700. So, kann man irgendwie Ja, helfen? Aufgaben das annehmen hier. Wichtigste, was wir für Sie tun können, ist, Sie zur Ruhe zu bringen. Das ist einer der Gründe, weshalb ich hier bin. So. Das Leben verbessert und du das Leben. Ich muss hier bleiben. Beil, Eck, Beil, Hammer, Feuerstab oder Bogen. Eck, möchte Beil. So, der Beil, Tag öffnen. Ledermantel, Heiltrank, so. Dann legen wir uns das Beil. Ach, kriegen wir es ab Stufe 5, aber die zweite Waffenhand. So, dann können wir das Schild auch rausnehmen. Brauchen wir denn nämlich nicht, weil, wie gesagt, der bringt ja nur was in Verbindung mit dem Schwert. Wir legen das Beil dahin. So, Klamotten. Oh, jetzt sehen wir schon aus wie ein richtiger Pilger. So, und dann gucken wir mal. Untersuche das auf der Karte markierte Schiffswrack. Kann hier alles Mögliche einsammeln. Hier Feuer, Steine und so. Daraus kann man dann mal Sachen bauen. Was ist eigentlich mit dem Feldi? Der Feldi wollte, glaube ich, heute Nachmittag. Hat Kindwochenende. Und der hat überlegt, heute Nachmittag vielleicht zu streamen. Ausweichen und dann. Wir sehen unten und über unserer HP-Anzeige, 804 HP haben wir. Da drüber ist immer noch eine Ausdaueranzeige. Führt ausweichen. Da sehen wir, so eine Rolle kostet uns 50. So. Und wir sehen es hier, plus 11 Beilmeisterschaft. Das heißt, wir benutzen das Beil. Also kriegen wir da was. Da sammeln wir Erfahrung mit dem Beil. Und das Beil habe ich nämlich gewählt. Ich finde das nämlich ziemlich geil. Die Mechaniken, die wir da haben. Können wir mal auf K gehen. Waffen führen beim Beil ist nämlich. Da haben wir hier den Berserker-Modus. Wenn wir im Berserker-Modus sind, erhöht sich der Angriffsschaden um 20%. Und wir regenerieren uns auch mit der Zeit. Regenerieren HP. Deswegen. Kräuter können wir noch nicht, da brauchen wir eine Sichel für. Zack, zack. Komm her, ja. Beil, Stufe 2, sehr schön. Und dann können wir hier in diesen Berserker-Modus gehen. Was haben wir hier? So. Und der macht sich auch, wenn wir unterwegs sind, ganz gut, weil wir dann ein bisschen schneller sind. Jetzt glaube ich noch nicht. Aber da können wir dann noch freischalten. Ja, zack. Genau. Auf meinem Hauptcharakter habe ich größtenteils ein Beil und Hammer. Weil man mit dem Kriegshammer kann man immer so. Na, macht man so Massenangriffe. Also kann man so. Macht man Flächenschaden. Gerade wenn man da mehrere Gegner hat oder so. Oder in irgendwelchen Dungeons unterwegs ist, dann macht sich das ganz praktisch. So. Was sagt da Phil? Da war ich schon. Das verstehe ich nicht. Bitte was? Genau, Sebe, das dachte ich mir auch gerade. Seit 7:21 habe ich das Spiel und 34,5 Stunden gespielt. Der Feldi hat Kind, genau. Bin man nebenbei die Küche aufräumen, Göre. Viel Spaß, Göre, beim Küche aufräumen. Nee, ich Ich hatte. hoffe, das war nicht zu schwierig. Nee, das war nicht Kinder haben so schwierig. ihre Probleme im Kampf sicherlich. Holz kannst du hier überall in Büschen finden. Ich habe das Spiel über 160 Stunden, glaube ich, gespielt. Also war schon ordentlich Zeit investiert. Aber anfangs hat man einfach viel Zeit auch in den. Na, in den Wartelobbys verbracht. Da warst du ja auf Platz 5000 oder höher. So, Frischholz haben wir gerade eben schon gesammelt. Sollen wir noch Feuersteine sammeln? Und dann stellen wir uns hier an so einem Lagerfeuer, kann man dann Sachen herstellen. Und wir sollen ein Häutemesser.
Feuerstein, Frischholz herstellen. Genau, wir können halt auch alle möglichen Sachen selber herstellen. Gibt verschiedene Handwerke, die wir lernen können. So haben wir hergestellt, sehr gut. Und dann rüsten wir das gleich aus. Gut gemacht. Das ist zwar kein hübsches Werkzeug, Ab auf was die man jederzeit Wildschwein, ja, noch sehen. klingt gut. Obacht. Die Wildschweine wissen, sich zu wehren. Aber der Lohn für die ganzen Mühen ist ein richtig gutes. So. Genau, dann Fährten lesen und sowas kann man später alles noch lernen. Dann werden einem die Sachen noch angezeigt und wie gesagt, ist halt alles Learning by Doing. Das finde ich eigentlich ganz schön in dem Spiel. So, und da wir heute Messer haben, können wir das Wildschwein jetzt häuten. Berserker-Mode. So, was soll man machen? Kleine Ration, ne? Zack. Kann man gleich dreimal herstellen. Kleine Ration, Kochkunst, genau, da kann man auch alles verbessern. Gut gemacht. Es mag zwar nur nach einer Kleinigkeit anmuten, aber die Jagd und dieser Strand ist nicht gerade einladend. Aber du darfst gerne die Siedlung Windkreis besuchen. Natürlich erst, wenn wir hier fertig sind. Nicht nur dein Schiff ist der Verderbnis heute zum Opfer Kriegen wir einen gefallen. Bogen. Die Siedlung Windkreis führt Buch über alle Wracks an dieser Küste. Ich dachte, du könntest mir helfen, Aufzeichnungen aus den Na Überresten zu klar, finden. wollen wir die Aufzeichnung. Genau, dann kann man wie in jedem MMO. Warum ist das Wildschwein schwarz? Da wird sich ein Mob bilden, um für die Rechte der Schweine zu diskutieren. Na, das ist eine mystische Insel hier. Ist alles nochmal ein bisschen anders als in Wheel. Ich finde halt das Setting an sich ganz cool, dass es halt, sag mal, so ein bisschen. Also, es ist nicht total abgespaced magisch oder so. Ist halt so ein bisschen Realitätsansatz, was ich eigentlich in Spielen immer sehr mag. Und genau, mit so einem kleinen magischen Anteil. Berserker-Mode. Stufe 4. Noch eine Stufe. Auf Stufe 5 können wir die zweite Waffe dann ausrüsten. Bla bla bla. Schäbisch, ne. So, aber nur für eine Plinza. Das war gut. Der Sebe und Phil reden über Sachen, die ich nicht verstehe. Aber ist okay. Kriegshammer haben wir, Lehmstab, Speer. Gut. Den kann man noch mitnehmen, ja. Haben wir denn eigentlich? K. Genau, hier gibt es immer noch Punkte zur Verfügung. Da sieht man dann halt immer, wofür die gut sind. Stärke ist halt für Schwert und Schild. Streitaxt, Donnerbüchse, Hammer. Beil und Speer. Und dann gibt es hier immer, wenn man gewisse Punkte erreicht, kann man mal gucken. Plus 10% Schaden von physischen, leichten und schweren Angriffen. Plus 10% Geschwindigkeit beim Bergbau. Na, das klingt da super. Da gehen wir in die Richtung. 50 Punkte dafür. Geht hoch dann bis 300. Leicht und schwere Angriffe mit einer Nahkampfwaffe verleihen Mut. Da macht man, glaube ich, zusätzlichen Schaden und so eine Sachen. Aber irgendwie was. Staubkorn auf der Brille. Das irritiert mich. Da muss man schnell was machen. Genau, und dann 25% Wahrscheinlichkeit, Erz mit einem Schlag abzubauen. Genau, das ist halt so die Richtung, in die ich gehen möchte. Bergbau,
für die Herstellung von Waffen, Rüstung und so was. Denn gibt in New World nämlich auch keinen NPC-Shop an sich, sondern wenn man Sachen produziert, kann man die reinstellen in den Shop und dann können die von anderen gekauft werden, aber nur von anderen Spielern. Da kann man ja. Beil, Stufe 3, sehr schön. Oh, zack, kann man ja. Für das Spiel ist Steam der Launcher, ja. Genau, ist ein Steam-Spiel. Genau, man kriegt immer noch Gebietsruf. Es gibt verschiedene Gebiete hier. Sehen wir hier auf der Karte. Und mit unserem Ruf, den wir hier haben, können wir in der jeweiligen Stadt immer aus drei Verbesserungen auswählen. Ab Stufe 10 können wir uns ein Haus mieten. Das heißt, wir haben einen zusätzlichen Spawnpunkt, wo wir uns hin teleportieren können, hinrufen können. Und ja, ich gehe eigentlich immer ganz gerne auf Sammeln. Wie gesagt, da ich so Bergbau und so was gerne mache. Macht der tut Spaß. So, Beil. Kommen wir auf die nächste. Oder wir machen hier. Genau, hier, wenn wir das jetzt auswählen, werden wir im Berserker-Modus 20% schneller. Können wir mit reinnehmen. Oder wir nehmen den Ansturm. Ach, ist egal. Kriegen wir sowieso gleich. Und dann kann man sich ja durch die Bäume so durch. Man kann hier kombinieren, dass man den und den anfängt, je nachdem, wie man möchte. Da kann man sich frei austoben. So, wo ist das letzte? 37 Meter da lang. Wie gesagt, gerade zum Anfang finde ich das Beil eigentlich mal ganz gut. Da wir uns durch diesen Berserker-Modus dann auch selber heilen können. So. Suche auf Schiffswrack nach Aufzeichnungen ab. Zum nächsten Schiffswrack. Seht. Ob der Bobby einen Monitor braucht? Nee, ich habe zwei Monitore. Einmal 34 Zoll und einmal 32 Zoll. Ich hatte eigentlich noch einen anderen, einen kleineren, aber der ist so alt, dass der keinen HDMI-Anschluss hat und somit ja, ungünstig ist. Aber nee, danke, ich habe zwei große Monitore. Zum Glück hat Newton den noch großen Tisch. Einen großen Tisch, Mann. Meter. Wieso hast du den Monitor abzugeben, Sebe? Drei sind Pflicht, vier sind Endgame. Ne, mir reichen meine zwei Monitore. Erstmal. Da brauche ich erstmal keinen dritten. Außerdem wüsste ich gar nicht, wo ich den jetzt hier hinpacken soll. Weg im Haus bin, sieht es vielleicht nochmal anders aus. Aber hier reichen mir meine zwei Monitore. Zwei hatte abzugeben, der Säbe. Also, für alle, die Interesse an einem Monitor haben, wendet euch gerne an den Säbe. Jetzt ja ein paar Eckdaten reinhauen, was du für Monitore hast. Wieso hast du zwei Monitore abzugeben? Wofür hattest du die? Einer zu. Ah, da. Den nehmen wir nur mit, komm her. Ich auch gleich. Zack, können wir ja. Bam. Sehr schön. Ein nächster beim Beil. Dann können wir jetzt hier auf die nächste Attacke gehen. Das nämlich. Komm her. Ansturm. Bam, bam. Da hat er verloren. Patrone.
schweren Angriff. Sind wir auch durch seine Deckung gekommen. Feuerstab Kriegshammer. Mein Kumpel ist eine Plinse und hat einen und ich habe mir einen neuen geholt. Laut Monte, schreibt der Phil, sind 4 Monitore wichtig, um 4 Erwachsenenfilme gleichzeitig zu schauen. Bin manchmal mit einem schon überfordert. Das ist wie beim Kochen, ich kann nicht mit mehr als 2 Töpfen kochen. Das ist. Also werde ich mir im Haus versuchen anzutrainieren, denn. Weil ich da richtig Bock drauf habe, dann in der neuen Küche zu kochen, aber derzeit bin ich echt überfordert, wenn ich mehr als 2 Töpfe auf dem Herd habe. Achso, der Säbel kann damit den Erwachsenenfilm bestätigen, aber man kann nur Sound von einem hören. Achso. Soll die nicht übereinander legen und die Soundquellen? Das wäre wahrscheinlich auch ganz lustig. Wenn du da 4-mal Sound gleichzeitig hast. So. Ah, oh, sehr gut. Gleich haben wir es. Gleich sind wir Stufe 5, dann können wir jetzt Zweitwaffe auswählen. Ah, oh, gerade zum schweren Angriff ausholen. Ah, oh, da ist die Deckung weg und dann kann man niedermetzeln. Bam. Bam, wer kennt ein Video von Bruce Lee hier, diese Verarsche-Video? Bam, 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 bam. Dann noch einer und drinnen und noch einer und bam und bam. Ein klassischer Bruce Lee-Video. Es gibt echt Leute, die kennen das nicht. Aber man kann sich auch hier unterstützen. Ups. Und man nimmt keinem irgendwie was weg, weil das ist immer. Also, wenn da so eine Munitionskiste oder sowas, so ein Beutelchen auftaucht, ist das immer für jeden Einzelnen. Und nicht für die Allgemeinheit. Also kann man dem anderen da nicht den Loot klauen. So, sammle am Heck die Schiffsflagge. Achso, okay. Machen wir. Und an den weißen Kanten sieht man immer die, wo man hochspringen kann. Die sind immer zum Hochklettern. Ein Schlückchen Kaffee. Sollen wir mit Tahir reden? Ja, machen wir doch. Mal gucken, ob hier unten vielleicht noch eine Kiste drin ist oder so. Eine kleine Lootkiste. Na, siehst du, da hinten ist da was. Ein Beil. Ein Stufe 2 Beil. Ist das besser als das, was wir haben? Oh ja, eine Waffenkiste, die können wir auch öffnen. Okay. Wir können uns auch ein schönes Kleid anziehen. Oh. Komm her. Bam, bam. Bam, bam, bam. So. Da taucht noch einer auf. Kann man ja nicht mal in Ruhe ein Kleid anziehen? Dann nehmen wir den hier auch nochmal. Bringt alle Erfahrung. Und einen schweren Angriff durch da. So. Phil hilft der Berliner Göre bei der Hausarbeit. Sehr gut. Sie saugt Staub und ich heb die Füße. Ah, also, das ist. Wie viel? Doch eine ordentliche Arbeitsteilung, nenne ich das. So. Bam. So, Stufe 5 haben wir den Zweitwaffenslot freischaltet. Hier sieht man denn. Wenn man F1 drückt, was man mit den einzelnen Stufen so freischaltet. Und da haben wir jetzt den Zweitwaffenslot. Dann packen wir uns hier. Können wir uns gleich mal einen schönen Hammer reinpacken. So, genau, das wäre der bessere. So, was sagt das Beil? Das hier ist besser als das, was wir haben. Und man kann Sachen hier auch reparieren. So, für ein bisschen Taler und wenn wir jetzt hier als Beispiel, das nehmen wir mal auseinander, C drücken, rauf, zerlegen, dann kriegen wir einen Ersatzteil und ein bisschen Geld und das kann man dann nutzen, um die Sachen zu reparieren.
Dann können wir, was nutzen wir noch nicht? Den Speer nutzen wir nicht. Können wir auch C, zack. Und dann können wir hier auf alle reparieren. Drei Ersatzteile brauchen wir, sonst so viel Taler. Und dann reparieren wir die Sachen, die wir benutzt haben. So, wir haben eine schönere Hose. Da haben wir noch. Das Kleid hat einen besseren Rüstwert, aber einen schlechteren Rüstungswert. Ja, lassen wir mal unseren Ledermantel hier an. Und die anderen Sachen, die können wir zerlegen. Das ist mal ein unnötiges Gewicht. Unser Gewicht sehen wir hier oben. Das erhöht sich mit der Zeit auch. Ordentlich. So, hier raus. Auf den Hammer. Bam. So, bam, 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 bam. Da nehmen wir mal zurück zum Ingo. Oder ne, Tahir heißt er. Zu Tahir gehen wir zurück. Ja, so Feuerstein und so was kann man eigentlich immer mal mitnehmen zwischendurch. Ach so, ihr seid noch zu Besuch bei der Göre. Aber der Bobby ist Pflicht. Sehr schön für. Vielen Dank für den Support. Ja, Phil, das kannst du voll auf der Couch liegen. Genau, schön mit dem Hammer hier in Scheitel ziehen. Aber hier mit dem Beil auch sehr gut. Ja, man fährt ja auch nicht zu anderen Leuten, um da bei der Hausarbeit zu helfen, oder Phil? Eigentlich macht man die Hausarbeit, bevor der Besuch kommt. Oh, Glühwürmchenköder haben wir auch eingesammelt hier unterm Feuerstein, sehr schön. Gut gemacht. Diese Aufzeichnungen dienen sowohl als Archiv, leider sind die Verlorenen unser geringstes Problem. Das war der schlimmste Sturm, den ich jemals erlebt habe. Ich fürchte, es gibt noch Überreste der Verderbnis in der Umgebung. Wir müssen es versuchen. Wenn jemand in der Nähe an die Verderbnis verfällt, breitet sie sich schnell aus. Dann stünden die Verderbten binnen weniger Tage vor den Siedlungen. Oha, kann man nicht zulassen. Ein wenig zu. Ich hatte auf deine Hilfe gehofft. Auch wenn ich einen Neuankömmling nur ungern entsende. Die Verderbnis dürfte noch in der nahegelegenen Meereshöhle lauern. Okay, gucken wir mal. Ab in die Meereshöhle. Ich leg mir mal die Waffen, leg mir mal genau andersrum. So, ja, austauschen. Ist nur so ein Gewohnheitsding, weil ich sonst immer auf der 1 den Hammer hatte. Das Gesicht von Cindy und Sarah hättest du nach deinem Kommentar sehen müssen. Er macht auch Dreck. Ja, okay. Ja, wenn er Dreck macht, kann er den auch wegmachen. Nee, ich möchte mich dann eure Streitigkeiten nicht einmischen. Ihr macht das schon, ihr regelt das schon untereinander. So, wollen wir irgendwas weghauen? Genau, den Hammer, den können wir hier zerlegen, den brauchen wir nicht. Und dort haben wir hier Lebensstab. Genau, damit kann man heilen. Sich selber heilen, Feuerstab zum Feuer machen natürlich, also Schadensfeuer, nicht Lagerfeuer. Und genau, und hier unten, wenn wir uns auch noch zusammenbasteln, kann man dann eine Erntesichel, um Sachen abzubauen. Eine Angel, Holzfällerbeil brauchen wir noch, Bergbau, Spitzhacke und den Azotstab, den kriegt man hier im Laufe der Zeit. Der ist wichtig für den weiteren Verlauf dann, aber das ist ja zur Hauptquest dazu. Und ja, dann ziehen wir mal weiter. Sag ich ja, sagt die Berliner Göre. Genau, wer Dreck macht, muss ihn auch wegmachen, ne? Versuche ich meinem Kleinen auch mal beizubringen. Haben wir hier. Bam, zwei Schläge mit einem schweren Angriff und dann liegt da lang. Gero Empire. Hallöchen. Und drauf da. Bam. Genau, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Berserker-Modus bin und wechsle die Waffe, dann endet der Berserker-Modus. Müsst ihr bedenken. Der ist nur so lange aktiv, wie ich die Sachen hier benutze. So, zack, Rinder. Du kriegst mich nicht. Und man kann auch die Waffen zwischendurch wechseln. Das ist auch mal sehr praktisch manchmal. Und dann kriegt man für beide Waffen dann einen Bonus. Der teilt sich natürlich auf.
Ruf hier auf den ertrunkenen Matrosen. So, da können wir schon mal freischalten. Haben wir hier Hammer, Kriegshammer. Und dann nehmen wir den Rüstungsbrecher. Wie, welchen Server? Bei New World oder was meinst du? Empire. Ich das hier irgendwo sehen. Warte, muss mal gucken. Na, ich habe zwei Server. Ich habe jetzt gerade auf einem anderen Server neu angefangen, weil du pro Server nur immer einen Spieler hast. Oder einen. Ein, ne? Charakter pro Server erstellen kannst. Und da kann ich jetzt ja nicht genau sagen, wie der heißt. Was hier? Genau, Welt ist sehr CD. Wie gesagt, aber ich bin auf dem Server hier erstmal alleine. Hab jetzt hier noch keine Gilde oder irgendwas, der ich zugehörig bin, ist jetzt gerade ein frischer Neuanfang. Gero Empire, danke für den Follow. So, rauf hier auf den. Zack. Genau, Waffenwechsel habe ich mir auf die Daumentasten bei der Maus gelegt. Das ist ganz praktisch. Auf die erste Daumentaste habe ich halt die Waffe 1, den Hammer. Auf die zweite Daumentaste in meinem Beil. Kann man immer super hin und her wechseln. Gerade dann später, wenn man so wirklich in Kämpfen drin ist, dann ist das ja praktisch. Bam, 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 weg mit dir. So, mit dem Hammer die Frisur richten, legendär, genau, so macht man das mit dem Hammer. Dafür ist er da, nur um die Frisur zu richten. So, dann gehen wir mal zurück zu Tahir. Im Berserker-Modus. Ein bisschen schneller. Wie gesagt, so eine Sachen können wir dann erst abbauen, wenn wir die Sichel haben, aber die können wir uns gleich basteln. Mal ein Schluck trinken. Einen leckeren Kaffee. So, gerechte Arbeitsteilung. Du zockst und ich esse Mittag. Joscha, genau so machen wir das. Sehr schön. Ich habe vorhin ausgiebig gefrühstückt, habe erstmal noch keinen Hunger. Aber für später, wenn ich Hunger kriege, gibt es noch lecker Linseneintopf. Da hat sich heute aber jemand als äußerst fähig erwiesen. Ein Kampf gegen Brüder hat sich heute aber jemand als äußerst fähig erwiesen. Ein Kampf gegen die Beseitigung der Verderbnis in der Meereshöhle hat zweifellos die aktuelle Gefahr gelindert. Dass sie überhaupt bis ans Ufer gelangt ist. Stufe 6. Können wir noch was tun? Vorbereitung auf den Tag, an dem sie wiederkehren. Der Sturm vor deiner Ankunft war ein Anzeichen dafür, dass es bald noch. Ja, okay. Windkreis muss gewarnt werden. Okay. Ich bleibe hier und helfe allen Überlebenden, die an Land kommen. Bring die Nachricht zu Wachtmeister Daufi. Okay, mach ich. So, aber wir gucken aber erstmal, was wir hier noch herstellen können. So, Holzfäller-Axt. Feuerstein, Frischholz haben wir. Sehr gut. Stellen wir einmal her. So, oh, Linseneintopf, da wirst ja morgen auf deinem Stuhl das gute Gas schweben. Ja, ja, ich hab den ganzen Tag, gestern und vorgestern gab's auch schon Linseneintopf, ist jetzt der letzte Rest. Und, ja, ist einfach mega lecker. So, wir brauchen noch Frischholz für die Sichel, für die Bergbauhacke. Heutemesser haben wir, Angel. Ah, da brauchen wir noch Pflanzenfasern.
Also machen wir erstmal Bergbauhacke noch. Sicher. Wahrscheinlich. Ups, wollte ich gar nicht, weil der knapp so. Axt ausrüsten. So, ups, Holz haben wir 1, brauchen wir 2. Feuerstein haben wir 3, das sollte reichen. Da haben wir erstmal unsere Grundausstattung. Ja, gebt mir Linseneintopf und eine Gaskrise ist kein Problem. Ich bringe ich über den Winter. Ich brauche nur genug Linseneintopf. So. Sichel, Spitzhacke. So, und Angel, da brauchen wir Pflanzenfasern für. Hat man gesagt, war Angel, einmal Holz und einmal Fasern. Auf X können wir auch die Waffe wegstecken. Einmal Holz kriegen wir hier. Auch hier haben wir Kräuter. Fasern kriegen wir, glaube ich, von Hanf. Hier gibt es Hackbällchen überbacken mit Käse und dazu Reis. Oh, richtig lecker. So Hackbällchen Toskana oder was? Sehr geil. Hat meine Oma auch öfter gemacht. Schmeckt richtig gut. So, haben wir hier irgendwo Hanf. Ja, macht mich zum Bundeskanzler und ich furze euch durch den Winter. Wir brauchen Hanf für Pflanzenfasern. Naja, finden wir unterwegs schon noch. Dann gehen wir erstmal. So, wir sind hier. Und müssen da hoch zur Siedlung. Unterwegs, was haben wir hier noch? Trüffelfieber. Ein Auftrag. Genau, anhand der die gelben Dinger sagen uns immer hier, was unser. Was für Auftrag zur, Aufträge, Auftrage, genau. Aufträge zur Verfügung stehen. Und hier haben wir unsere Zielübersicht, Ziele verwalten. Bericht des Wächters. Der Grüne sagt, wir müssen hier hin. Und die ganzen roten Sachen und so weiter, das erkläre ich euch alles noch im Laufe der Zeit. Ja, genau, sagt die Berliner Göre. Sehr schön. Lecker, lecker, lecker. Ne, Hackbällchen Toskana, echt gut. Hanf, ja, Hanf. Eine Tüte bei New World oder wie? Nee, Hanf zum. Für, als Faser für Pflanzen, Pflanzenfaser für Kleidung und so. Oder Angelbau. So, wir holen uns hier mal noch ein schönes Schweinchen. Daneben Schwein. Ha! Bam. So, Fleisch ist nämlich immer gut, dann können wir hier lecker Essen machen. Auch nicht schlecht. Bei mir gibt es Kastler-Lachs mit Kartoffeln, Sauerkraut und Soße. Richtig lecker hier. Schöner Sonntagsfestbraten hier. Herr Bundeskanzler, arbeitet in Ihrer Grammatik. Auftrage. Ja. Man kann ja nicht alles, ne? Außerdem sind nur menschlich. Ja, Fehler. Ören ist auch männlich, genau. Menschlich. Dunkel, ja. Da gucken wir mal, was er noch für einen Auftrag dafür uns hat. Trüffeljagd hieß er, glaube ich. Sprechen Sie mit uns. Nein. Die Wildnis von Eternum war nie sicher, aber die Straßen, so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wildschweine sind aufgetaucht und haben meine Trüffel. Er sieht ja aus wie die Schlange hier von Herr der Ringe, oder? Der da dem Endkönig da immer einen Scheiß eingesäuselt hat. Weshalb sollten sie das tun? Ne? Weshalb sollten Schweine Trüffel fressen? Ich verkaufe doch einen Pilz und Kräuter. Okay. Ja, na klar, helfe ich dir. So. Köstliche Trüffel sammeln, machen wir. Optional, sammle Kräuter von Beeren. Oder Beeren, aha. Kann auch Kräuter von Beeren sammeln. Hier
sind Beeren. Oh, genau, Beerenstrauch. Haben wir gemacht. Überall Kräuter, Sträucher, Hanf sehe ich jetzt hier noch nicht. Ja, komm. Dann kann man eigentlich fast alle mitnehmen. Man kann fast alles. Braucht man im Laufe der Zeit immer wieder. So, das haben wir verpasst. Dunkel war es, der Mond schien heller. Genau. Ey, Röps-Command haben wir nicht, hier, Göre. Aber wir haben andere tolle Commands. Und die werden natürlich im Laufe der Zeit noch erweitert, ne? Ich arbeite dran. Der grimmige Eber hier. Okay. Bam. Bam. Und bam. Zack. Ab im Berserker-Mode. Auf da. Wollte gerade sagen, der bereitet anscheinend irgendwas vor, so wie er aussieht. Aber okay. So, wir sehen auch, wenn wir von hinten angreifen. Dann haben wir hier so. Erhöht sich der kritische. Dann wird er nicht so orange. Dann machen wir natürlich mehr Schaden, als wenn man einfach von vorne angreift. Komm, jetzt stirb! Haha, ausgewichen. Sehr gut, da haben wir den Grimmien. Ebba, der Grimmige. Ab 100 Sounds wird es leicht unübersichtlich. Ja, der Klubik, der Klubik. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, lecker Milch. So, wir können ja einen kleinen Happen essen. Da wir nicht mehr gesättigt sind hier. So, jetzt sind wir satt. Und dann regeneriert sich auch wieder unsere HP. So, genau. Einen so einen Trüffel, da müssen wir noch einsammeln. Nicht heute. Heute. Alle mitnehmen, was geht. Wir können in den Städten, können wir dann auch immer unsere Sachen lagern. Du willst mich angreifen? Du willst mich angreifen? Bam. Und nochmal einen schweren Angriff hier. Bam. Und einen schnellen. Genau, aber wir haben halt immer nur auch das Lager in den Städten ist halt auch, hat auch nur eine gewisse Kapazität. Die können wir halt durch die Gebietserfahrung dann auch steigern, aber ist halt auch nicht unendlich. Und die Sachen sind immer nur in dem jeweiligen Gebiet gelagert. Das heißt, wir können jetzt ja nicht in dem einen Gebiet alles reinpacken und das im anderen Gebiet dann wieder aus dem Lager rausnehmen. Das ist wirklich immer da verortet, wo wir sind. So, was ist er denn hier? Ein Schweinchen. Mikos Doughty ist abgehauen hier, aber das ist nicht mehr vor Ort. Ach, daneben. Und man kann hier halt wirklich, das Schöne ist halt, in Bewegung bleiben, agieren, ausweichen und trifft nur dahin, wo man hinschlägt. Und nicht wie bei anderen Spielen. Du wählst einfach einen Gegner aus und dann bist du da so auf Auto-Aim drauf. Und triffst da immer rein. Ja, jetzt sind so die Sachen so. Deswegen New World eigentlich ganz nice finde. Wir hatten hier auch schon mal Gebiete. Hier sehen wir zum Beispiel, das ist jetzt hier von einem lilanen, von einer lilanen Gilde, sag mal, beherrscht. Das Gebiet, aber man kann halt auch immer, wenn jetzt hier, das sind zum Beispiel die Gelben, es gibt halt drei verschiedene Fraktionen. Grün, Gelb und Lila. Und wenn eine andere Fraktion das Gebiet beherrscht, dann kann man denen den Krieg erklären, die angreifen und das Gebiet übernehmen. Und dann kann man halt da alles Mögliche bestimmen. Die Kosten. Oh, da haben wir hier schöne gesammelt. Behandelter Zahn, behandelte Klaue. Kann man dann, was würde ich sagen?
Genau, die Kosten und ja, Steuern, sowas alles. Kurz kacken. Okay, Phil. Viel Spaß. Kann man denn die Kosten bestimmen? Gerolina hat mich zum Handeln eingeladen. Was willst du denn handeln? Ich kann die nicht mehr annehmen, okay. Oh, 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 oh. Okay. Vielen Dank, Gerolina. Vielen Dank, vielen Dank. Angenommen. Cool, danke, Gerolina. Gerolina, ah, PvE-Gruppe eingeladen. Ja, nehmen wir gerne an. Ja, an uns binden. So, kann ich noch nicht ausrüsten. So, dann können wir zusammen hier rumrennen, oder was? Warte, wollte nur noch Angel. Ihr seht das noch nicht. Kann ich noch nicht ausrüsten. Ah, ab Stufe 1. Ist da frei. Verstehe ich nicht. So, dann müssen wir noch den anderen Auftrag abschließen. Mit Miklos Doughty sprechen. Der ist irgendwo da drüben. Ach, ganz am anderen Ende der Stadt. Miklos, da hinten ist er. Sei gegrüßt, schön dich kennenzulernen. Jetzt berichten wir ihm hier, ne? Okay. Ich wusste doch, dass das den Tag trüben würde. Gut, dann zeig mal her. Ja, ja, die Verderbnis nimmt zu. Wir sind verloren und so weiter und so fort. Ups. Ja. Stufe 7 haben wir selbst.